So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Jedi Knight 2 Jedi Outcast, kommentiert von Rams Gerater, der ganze Mist. Mist deswegen, weil ich andauernd sterbe. Naja, aber mal sehen, wie es diese Runde wird. Der gute Max hat mir schon gesagt, dass es diesmal nicht so viel mit Springen wird, sondern mit harten Gegnern. Was natürlich jetzt auch nicht so nicht viel zweckführender im Sinne von Überleben ist. Aber vielleicht stelle ich mich da ein bisschen besser an. Naja, gucken wir erstmal, was hier ist. Hier ist nichts und niemand. Eine kleine Bagdad-Zelle, die kann uns natürlich nützlich werden. So. Wenn da keiner war, dann ist hier wirklich auch keiner. Aber hier geht's. Oh. Was für eine Art Technologie ist das? Ich frage mich nicht, was für Technologie das ist, sondern ich dachte erst, das sind Leichen, die da hängen, aber zum Glück sind es Rüstung. Ja, in die Richtung gibt es also schwarze Rüstung, das schaut gefährlich aus. Gehen wir mal lieber hier in die Richtung. Hey, das ist ein Riesenkomplex hier. Oh, ich habe sogar einen Schock gekriegt. Dieser Grafik-Glitch lässt es aussehen, als ob da ein kleines schwarzes Männlein steht, was rumzappelt. Zum Glück steht da kein schwarzes Männlein, was rumzappelt und wir sind noch am Leben. Gut. Gibt's ein bisschen Loot, aber sonst auch nichts. Ah, Thermaldetonatoren. Ja, die nehme ich doch alle gerne mit. Wir scheinen irgendwie in der Ausrüstungskammer gelandet zu sein. Ups. Mal sehen, ob es da auf der anderen Seite auch noch was Sinnvolles gibt. Na, hallo? Nö. Gibt nichts Sinnvolles. Wahrscheinlich sind unsere Minen schon voll. Na gut, gucken wir mal in den nächsten Raum. Was gibt's hier? Oh, EMP-Blaster. Hallo, bitte aufnehmen. Wieso kann ich das nicht aufnehmen, Leute? Ah, weil unsere schon voll ist. Ja, das macht Sinn. Hm, hier gibt es noch Schild, den wollen wir auch mal eben aufladen. Was immer diese schwarze Rüstung tragen wird, sieht gefährlich aus. Oh, sogar bis 100, nett. Ja, hier gibt es nur EMP-Munition. Das heißt, das kann uns mal am allerwertesten links vorbeigehen oder auch rechts. Da müssen wir uns nicht mit befassen. Hier gibt es auch Munition, die uns auch nicht interessiert. Kleiner Sucherdroide. Ah, Bagda. Bagda kann man nie genug haben. Und ich glaube, da gibt es auch kein Level. Ups. Also kein Maximallevel von der maximalen Anzahl an Bagda, die wir tragen können. So, bliebe noch eine Kammer. Mal sehen, was es da gibt. Hier gibt es Munition. Und Scharfschützen wieder Munition. Ach nee, das ist dieses Schnellfeuergewehr. Aber da haben wir auch volle Munition, also... Ja. Relativ sinnlos, der kleine Ausflug hier. Unser Flechettgewehr ist auch voll. Machen wir einen kleinen Quicksave. Und, naja. Gehen mal ein bisschen beunruhigt weiter, weil... Was auch immer da jetzt kommen wird... Es muss groß sein, wenn uns das Spiel so viel Munition dafür gibt. Naja. Wollen wir mal sehen, was es ist? Hier ist niemand. Hier sind die schwarzen Rüstungen, wie gesagt. Bevor ich da unten die Tür aufmache, gucken wir mal hier oben raus, was da gibt. Eine Arena. Das ist jetzt nicht sehr vielversprechend, was Überlebenschancen angeht. Aber na gut. Hallo. Hallo. Ist da wer? Wir hauen mal eben das Scharfschützengewehr raus und gucken mal da oben rein, aber da ist niemand. Leute, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Da kam was raus. Ach du Scheibenkleister. Jemand mit Lichtschwert. Junge. Ah, Machtgeschwindigkeit. Wo ist er? Wo ist der Nudel? Zeig mir dein Angesicht, du. Bösewicht, du. Wow. Schmeißt er hier einfach seinen Zahnstocher nach uns. Ich glaub's noch. So, Machtgeschwindigkeit an. Wo ist... Kann man damit sein Lichtschwert kurz schießen? Nope. Kann man damit ihn zu Klump schießen? Nicht wirklich, es schadet uns nur selbst. Bagda, Bagda, Bagda. What the f... Was das ist, habe ich keine Ahnung. Ich werde nicht den Versuch machen, es auszuprobieren, während ich hier gegen den Jedi kämpfe. Dunklen Jedi. Ja, super. Okay, ja. Ja, ja. Ich weiß, es tut weh. Können wir jetzt bitte weitermachen? Dankeschön. Bagda. Bagda und noch mehr Bagda. Eigentlich haben wir jetzt schon all unser Bagda verbraucht. Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich wollte mein Lichtschwert! Gib mir mein Lichtschwert! So,
erstmal ein bisschen die Macht regenerieren lassen. Dann machen wir hier schnell wieder unser Machtspeed an und häckseln den zu kurz und klein. Na, wenn man nur mal treffen würde, ne? Ich hau hier sonst wohin, nur nicht auf ihn. F4. Leute, ich glaube, ich werde sehr bald dazu gezwungen sein, einen Quicksave zu laden. Also die Devise heißt TTVP. Täuschen, tarnen und verdünnisieren. Bis sich unsere Macht wieder regeneriert hat. Und da machen wir zuerst mal hochheilen. Sofern er uns nicht gleich wieder den Kopf kürzer macht. Super. Super, was habe ich mir hier wieder einbauen lassen? Hätte ich nicht einfach außen rum gehen können. So viel Arbeit wie das macht, den Kerl hier zu besiegen, da hätten wir uns auch einen Fusionsschneider nehmen können und uns um diesen Arena-Raum rumschneiden können. Aber nein, ich muss natürlich wieder mit dem Kopf durch die Wand und gehe hier direkt in die Arena rein. F5. Obwohl, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Super. Jetzt hat er uns aber einen Machtwürgegriff. Und gleich bin ich in Rot. Jupp. Bis gleich. Zum Glück habe ich hier eben erst gespeichert. Ich muss das Ganze also ein bisschen lockerer angehen lassen und mir mehr Zeit lassen, wirklich meine Gesundheit zu regenerieren. Ich hoffe, hier hoch kann er mir nicht folgen. Oder zumindest hier sehe ich, wenn er mich angreift, und kann dann gleich wieder runterspringen und flüchten. So, tut mir auch gerade ein bisschen leid, Leute, dass ich euch jetzt nicht so interessantes Gameplay bieten kann, hier oben stehen und zu warten, bis sich die Macht regeneriert, damit man sich heilen kann, damit man dem Kerl da unten den Arsch versohlen kann. Ist sicherlich nicht so spannend, wie ihr euch das gewünscht hättet, aber... Ah, da unten ist er. Da unten ist er. Reicht das. Wow, hier oben ist er. Spielt ja schon die ganze Zeit wie so ein Flummiball hoch und runter. Da ist er. Dir geht es an den Kragen, mein Kleiner. Ich bin ihm auf den Kopf gesprungen. Der war gut. So. Auf dass du zu Matsch werdest, du Schwarzrüstungsträger. Ist er tot? Ist er tot? Ah, ich hack einfach mal noch ein bisschen weiter drauf. Mein Schwert kann diese Rüstung anscheinend durchdringen. Ich schätze, ich weiß jetzt noch, was ich von Tose mache. Wuhu! Das ging schnell. Warum können die nicht alle so schnell umfallen? Aber was Kyle Katarn gerade noch gesagt hat, mein Schwert kann diese Rüstung nicht durchdringen. Ich glaube, ich weiß, was man mit Kortosis machen kann, soll, will, was auch immer. So, dann geht's mal weiter. Ach ja, sorry, ich habe mich gerade ablenken lassen. Hier, kommen wir her. Ich muss in die Richtung. Ah, Idiot. Kortosis oder wie auch immer das gesprochen wird, ist ein lichtschwertresistentes Metall. Es gibt ja mehrere lichtschwertresistente Materialien in Star Wars. Mandalorianisches Eisen, also Beskar, ist natürlich... Ich habe mein Lichtschwert in dem Ding, es geht nicht kaputt. Frechheit. Mandalorianisches Eisen ist natürlich das, was zuerst einem einfällt. Und das ist auch das Beste. Was besseres Lichtschwertresistenz ist als Mandalorianisches Eisen, gibt es nicht. Firk und Kortosis kommen danach. Das sind beide Sachen, die sind lichtschwertresistent. Aber wenn man lange genug drauf einhackt, dann geht das auch kaputt. Bei Mandalorianischem Eisen ist es ja so, wenn man da lange genug drauf einhackt, dann gibt es eine Delle und das Ding verformt sich ein bisschen. Aber das Lichtschwert durchdringt das nicht. Die Hetze des Lichtschwerts sorgt halt dafür, dass sich das Ganze ein bisschen verformt. Aber natürlich auch nur, wenn man da ewig drauf rumhackt. Einfach so eine Rüstung, eine mandalorianische Rüstung, die im Kampf einen Schlag abkriegt, das ist wie wenn man mit einem Brotmesser auf einen Granitblock einschlägt. So, aber hier geht's auch gar nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier noch blöd in der Gegend rumstehe und hier versuche weiterzukommen. Wahrscheinlich, weil ich mir eine Geschichte zu Ende erzählen wollte. Naja, mach die Tür auf. Hopp's mal hier raus. Hopp's mal hier hoch, mein Kalkatan-Junge. Ich sagte hoch, nicht runter. Moment, ist das durchsichtig? Das ist durchsichtig. Das fällt mir erst jetzt auf. Seht da mal, wie aufmerksam ich bin, Leute. Na gut, jedenfalls haben wir
jetzt eine Zugangskarte, mit der wir hoffentlich... Oh, ich habe die Batterie vergessen. Sowas aber auch. Mit dem wir hier die Tür aufmachen können. Och nö. Ach nee, das ist nur ein einfacher Offizier. Okay, damit kann ich leben. Ich dachte, das wäre wieder so ein Schwarzberüstungter. Okay, machen wir erstmal eine kurze Lagererfassung. Da ist ein Offizier. Ein Sturmtruppenkommander mit einem Flechertwerfer, ein Offizier. Ist gebongt, das dürfte alles kein Problem darstellen. Da oben gibt es noch eine Sturmtruppe, aber auch das sollte kein Problem darstellen. Sehr gut. Muss aber sehen hier unten. Ah, da kommt Leute. So ein Ort, das sieht doch wieder aus, als ob da irgendwie ein Bossgegner auf mich war. Oder zumindest so eine Schattentruppe. Naja. Es sind zu viele. Ich werde niemals mit Gewalt hier durchkommen. Gut, dass Vielleicht du das so siehst. Hier die Strategie der Stunde. Datapad, Mission aktualisiert. Da muss ich mich jetzt nur noch darauf erinnern, womit man das Datapad aufmacht. Und in dem Fall heißt es jetzt also Entdeckung durch Hinterbliebene vermeiden. Was mir natürlich sehr zugute kommt, weil Schleichen kann ich gut. Das sage ich jetzt noch. Wenn ich gleich kläglich versage, dann wird es anders aussehen. Springen und kämpfen nicht so gut. Das Profil. Sehr gut. Das ist eine Alarmkontrolle. Die sollte deaktiviert werden. Standardbericht an Alpha 956. Situation normal. Ja, ich bin da, aber ich sehe nichts. Ich versuche gerade das Ding zu aktivieren, aber es funktioniert nicht. Bestätigt. Visueller Scan erfolglos. Wenn Sie mehr wollen, schicken Sie doch ein Team für Thermalscans hierher. Nein, Sir. Was hat der denn da gemacht so alleine? Hat er sich unerfernt von seiner Truppe entfernt? Unerlaubt von seiner Truppe entfernt, oder wie? Haben wir irgendwas, was lautlos töten kann? Raketensystem, ich denke nicht, dass es lautlos ist. Ja, Lichtschwert ist halt auch nicht lautlos. Ist halt alles mehr wie ein Mist. Aber ich nehme mal den Blaster raus, damit kann man am schnellsten reagieren. Was geht hier vor? Falls man irgendwie auffliegt, so wie jetzt. Aber wir haben jetzt zum Glück einen Schnellspeicher und einen Schnellladenknopf. Das heißt, wir können auch einfach hier die Trial and Error Taktik anwenden. Aber ich frage mich gerade so ein bisschen, ja, wir sind hier. Hier haben wir noch diese Kisten zur Tarnung. Was ist hier vor? Ups. Ihr habt nichts gesehen. Doch, ihr habt was gesehen. Ich frage mich nämlich gerade so ein bisschen, ja, jetzt haben wir hier noch diesen Kistenstapel als Tarnung. Aber wenn der vorbei ist, da war nur offenes Gelände. Wie soll ich denn da weiterkommen? So. Was war denn das? Huch, das war gar nichts. Also der geht jetzt in die Richtung. Das heißt, hier ist offen, der ist auch in die Richtung. Und schon entdeckt er mich. Okay, dann werde ich mal... Ach, so viele sind das gar nicht. Puh, was mache ich mir überhaupt den... Was mache ich mir überhaupt für Gedanken? Nein! Okay, das war aber einmal ein sehr überraschender und innovativer. Sie sind gestorben, Mission gescheitert. Ladebildschirm. Naja, okay. Wir wissen also, so geht's nicht weiter. Wir müssen also wirklich einen Weg finden, wie wir da unentdeckt durchkommen. Manometer. Hat irgendjemand eine Idee? Als ob ihr mich hören könntet. Aber nützlich wäre es manchmal.
Besonders wenn Max mich jetzt hören könnte, wäre das... wäre das sehr vorteilhaft. Okay, tun wir einfach mal so, als... Hier ist niemand. Okay, ich werde jetzt einfach versuchen, die Idioten davon abzuhalten, hier, den Dings zu... anzumachen. Du drückst da nicht rauf, hast gehört? Hallo? Du drückst nicht darauf! Hast gehört? So, warte ich jetzt einfach, bis hier die Leute... Bin ich jetzt tot? Ach du Dicke! Blechschaden, wie habe ich das jetzt geschafft? Das ist mir neu. Oh, weil ich nur noch 4 Lebenspunkte hatte. Wieso habe ich nur noch 4 Lebenspunkte? Das ist ungesund. Da röchel ich ja schon fast auf dem letzten Ast. Hier erstmal ein bisschen heilen, ne? Ach, weil die immer andauernd auf mich schießen. Deswegen habe ich nur noch so wenig Lebenspunkte. Ich verstehe. So. Wollen wir diesen Missstand doch mal beheben. Du wirst umgenutzt. Sorry, Bro. Ohne Mitte. Wenn wir hier nur lang genug weitermachen, ist der Alarmknopf unter einem Haufen von Sturmtruppenleichen begraben. Müssen wir uns um den auch keine Sorgen mehr machen. So, jetzt hat mich auch der da oben entdeckt, hoffe ich mal. Wir holen mal eben irgendwas vor, um den da eben runterzuholen. Sehr wörtlich genommen. Ah, das tut echt weh. Wenn das jetzt der letzte ist, bin ich glücklich. Allerdings bei meinem Glück bezweifle ich, dass der letzte war. Wenn ich jetzt in die Richtung renne, wo ich hin muss, denke ich zumindest, dann gibt es bestimmt sofort wieder die Animation, dass da wer auf den Knopf drückt. Also, ganz traue ich dem Frieden noch nicht. Hallo, hallo, hallo. Scheinbar ist dem Frieden aber zu trauen. Gibt's hier noch irgendwelche Leute? Das hört sich in der Lift an, aber wo ist er? Die Leute, die das Spiel kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich wieder fast die Haare ausrupfen, wie blind man denn nur sein kann, wenn man das spielt. Ah, geht's da hoch? Nur ihr müsst wissen, ich spiele das halt blind, das wisst ihr ja. Kann ich auch nichts machen, wenn ich mich manchmal ein bisschen idiotisch anstelle. Ich glaube nicht, dass da hoch geht. Also zumindest nicht für mich. Gesperrt für kleine Ramskiratas. Hm. Ja, gehen wir mal in die Richtung weiter. Irgendwo muss... Oh, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Bom. Hm. Mal zu Hause. Hallo. Niemand zu Hause. Na gut, dann bediene ich mich mal an eurem Schild, ne? Dankeschön. Sehr lieb von euch. So, hier gibt es mal sofort Energie. Sehr, sehr willkommen. Ansonsten aber nicht viel Interessantes. Lichtschwert raus, Lichtschwert raus, Lichtschwert raus. Hat der gerade wieder auf den Knopf gedrückt? Ah, er hat gerade wieder auf den Knopf gedrückt. Mano! Oh, nein, nicht beenden. Was soll das? Ah, ich habe den Ladevorgang aus Versehen abgebrochen. Mm, na gut. Das heißt, jetzt nochmal von vorne. Aber jedenfalls war es schon mal ein anderer Alarmknopf. Das heißt, in dem Bereich, wo wir eben waren, da haben wir wirklich alle Gegner beseitigt. So. Ich probiere mal, ob ich da rüberspringen kann. Vielleicht geht's da lang, ja. Besser. Ja, sieht so aus. Ich brauche nicht unbedingt das ganze Zeug, was da unten gibt. Oh. Ob ich da hoch muss? Hm. Gibt's hier eine Tür? Ja, hier geht's weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Leute, ich bin verloren. Wuhu! Aber ich kann fliegen, also bin ich cool. Ah! Wow! No, 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 no! Das ist doch der Typ! Sorry, Bro, aber nein, 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 nein! Nicht draufdrücken! Lass das sein! Du bist ein Bösewicht! Trotzdem hoffe ich, dass du, naja, in der anderen Welt halbwegs gut aufgehoben bist. So. Drück mal da erstmal rauf, was auch immer das heißt.
Seht ihr, Leute, genau das meine ich. Das meine ich mit haktiger Steuerung. Ich bin hier oben und will hier runtergehen und... Raufdrücken. Speichern. Was gibt's hier? Nee, wir sind keine Arzt-Wohl-Einheit. Für uns ist das... ist das nicht... nicht nützlich. Ja, ich habe gerade an die Szene gedacht in Episode 5, wo R2-D2... die Computersteckdose mit der Stromsteckdose verwechselt und Stromschlag kriegt. Ich liebe diese Szene. Ich weiß jetzt die 3PO, der die verwechselt hat, aber was sonst. Wir wollen mal nicht so genau, nicht so kleinlich sein. Okay, jetzt erstmal sowohl Gesundheit als auch Schildenergie wieder aufhübschen. Ansonsten war es das hier. Ja, ich guck mal hin, wo es hier lang geht. Hier kann man hochspringen. Das war die andere Seite. Und hier geht's weiter. Und hier geht's raus. Super. Jetzt haben wir gar nichts gewonnen. Lass den ganzen Spaß nochmal von vorne. Oder geht's hier doch irgendwo weiter? Da ist irgendwas. Ah! Ah! Hey! Wie frech, würde Jar Jar sagen. Also, runter da. Rauf hier. Übrigens eine Sache, die mich sehr... Nein, das hebe ich mir auf für den... Fürs nächste Mal Star Wars The Old Republic. Jetzt komme ich schon wieder mit den Spielen durcheinander. Zumindest mit den Namen. Ich wollte gerade noch auf einen Kommentar eingehen. Auf die Kommentare zu unserer kleinen Episode 7 etc. Diskussion. Aber das hatten wir im Star Wars The Old Republic Let's Play und nicht im Star Wars Jedi Outcast Let's Play. Deswegen Ruhe. Also, ich meine mich damit. Ah, in die Richtung geht's hoch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Frechheit. Wuhu! Sag mal, was soll denn das? Hier auf die Seite kommen wir. Wupp. Hallo? Ist das Ding irgendwie höher als das andere? Ah, ja. Wahrscheinlich haben wir einen zu großen Dickschädel und kommen deswegen gar nicht lang. Hier so eine Szene, die ich eigentlich rausschneiden könnte, wenn man es mal genau bedenkt. Weil hier nichts passiert, außer dass ein armer Flurrer Ramskirata wieder durch die Gegend pirscht und ich weiß, wo er lang muss. Jedenfalls wollte ich mal wieder hier oben hin. Denn hier hat es zumindest... Was macht das Ding? Ah, das Ding macht... Es hat irgendwas ausgemacht, aber ich habe nicht genau gesehen, was. Wenn ich jetzt hätte sehen können, was es ausmacht, dann wäre ich jetzt vielleicht in der Lage zu sagen, wo es weitergeht. Aber ich habe es nicht gesehen. Das heißt, ich muss dumm sterben. Ich versuche hier... Oh, Leute. Sprung. Ich fühle mich so unfähig. Aber mir haben die Leute auch schon gesagt, dass sie die Sprünge... Also in den Kommentaren, dass sie die Sprünge in Jedi Outcast auch schwierig finden, deswegen bin ich ganz alleine, beruhigt mich sehr. Jetzt sind wir hier oben, jetzt sind wir wieder unten. Jetzt sind wir oben, jetzt sind wir oben! F5! Unten. F9. man muss ja auch ein bisschen cheaten dürfen. So. Das dauert aber ewig. So, ich wäre ein Huhn, sondern ich will hier rauf. Da muss ich nämlich nicht auch wieder außen rum rennen. Jetzt gibt's da Elektrizitäts... Jetzt nicht mehr. Gut, zu wissen. Ich will mal hier rüber. Und ich wollte nämlich mal gucken, ob man hier durchkommt. Ah, da kommt man nicht durch. Die ganze Aufregung und Anstrengung umsonst. Na gut, jetzt muss ich nur hier warten, dass die Elektrizität, ja, das heißt so, Leute, neues Wort gelernt, da wieder angeht, damit ich es hier wieder ausmachen kann, somit die maximale mögliche Zeit habe, darüber zu rennen und da durchzukommen. So, F5, Elektrizität aus und Geronimo! So, hoch hier. Da durch und F3, damit uns hier auch ja nicht das Ding wieder angeht.
Sag mal, hallo, ich fühle mich hier wie im Irrgarten. Wie frech. Oh, sorry, Bros. Ich wünschte, es hätte eine friedliche Lösung gegeben, das hier zu regeln, aber dass die immer so direkt sein müssen. So. Oh, Kisten. Ich liebe Geschenke. Ach, ich liebe Geschenke, mit denen ich was anfangen kann. Damit kann ich nichts anfangen. So, okay. Sehen wir mal, wo es hier weitergeht. Jetzt haben wir schon wieder hier verdrückt. Ich fürchte, ich muss euch ausschalten, bevor ihr hier auf eventuelle Alarmschaltflächen drückt. Irgendwas macht eine ganz große böse Aua. Yep, du machst ganz böse Aua. Aber das war das letzte Mal, dass du ganz böse Aua gemacht hast, denn du bist ein Kopf kürzer. Oh oh. Also ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Druide auf die Schalttafel drücken kann, aber ich wollte mal lieber kein Risiko eingehen, ne Leute? Okay, bewachen wir erstmal das Ding. Heilen uns in der Zwischenzeit ein bisschen. Ja, ich bleibe jetzt hier absichtlich mal ein bisschen stehen, damit ich sehe, ob hier noch wer irgendwo mitbekriegt hat, dass wir hier Radau veranstaltet haben. Hallo, habt ihr alle mitgekriegt, dass ich hier bin? Nö, alle tot, keiner rennt zum Dings. Gut, wir können weiter. So, mal ein bisschen springen üben. Die Übung habe ich nötig. Habt ihr gesehen? Ich hatte schon keine Taste mehr gedrückt. Bin aber gelandet, bin trotzdem dann noch zur Seite geglitscht. Dumme Steuerung. So. Hier ist niemand mehr. Kann man da auf die Schalttafel irgendwo raufdrücken? Ah. Vielleicht kann man jetzt auf die Schalttafel irgendwo auftauchen. Nein, immer noch unerwünscht. Hier gibt's Munition. Sehr löblich von den Imperialen, dass sie immer so schön viel Munition da haben. Kann man hier weiter? Hallo, hallo. Hallo? Tür auf. Hört nicht, Frechheit. Ah, Tür auf. 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 Speichern. Rein. Hoch. Kopf zermatsch. Nein, zum Glück nicht. Hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nur mit Speicherung weiter. Was macht das hier? Ah, das macht, dass das Ding da nach unten geht. Und verriegelt wird. Aber hilft uns was? Hilft uns das was? Ich glaub nicht. Seltsam. Na gut, weiter im Text. Hier war dieses komische Mittelkonstrukt-Massendings. Ah! Hihi. Tschüss. Mit euch will ich mich nicht mehr rumschlagen. Hihi. So, das Problem werden wir auch. Aber sag mal, Leute, was hier los? Haben die Imperialen zu viel Gemüse gegessen? Sind gewachsen oder warum sind die Türen hier so groß? Na, runter hier. Runter hier. Die Gegner, die hier sind, haben wir schon sehr humanitär ausgeschaltet. Keine Sturmtruppe wurden während des Films dieses Beitrages verletzt. Hm? Bis auf alle die da draußen. Die hier wurden verschont. Die können sich freuen. Cola-Keks. Mit Ecken. Und dann abbeißen. Und weiterarbeiten. Gut. Weiter im Text. Fast zu dicht dran. So, mal hier schön an der Wand halten. Zip, zip. Das ist wie so ein Elektrozaun, nur eine Stufe fieser. Und ohne bitte nicht anfassen, Elternhaften für ihre Kinder schält. Frechheit, als ob die Imperialen wollen würden, dass da irgendwer ranfasst. Hm. Vielleicht wollen sie, dass ich da ranfasse. Ups, 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 ups. C. Ducken. Sorry, Bro. Oh, da gibt's nicht mal Asche, die seiner Witwe zurückschicken können. Naja, hoffen wir mal, dass er nicht verheiratet hatte. Dass er nicht geheiratet hatte. Dass er keine Kinder hatte, dass er keine Brüder hat, dass seine Eltern schon tot sind und dass er auch sonst keine Freunde hatte, sondern ein ungeliebtes Wesen war. Damit keiner traurig ist, wenn er nicht mehr da ist. Aber jetzt mal abgesehen davon, wie komme ich darüber? Ich
bin hier nicht so Parkour-Runner, dass der da an der Wand lang rennen kann und dann da drüben landet. Ich bin nur ein ganz armer kleiner Jedi. Springen ist das Einzige, was ich kann. Das ist nicht mal gut. Woo! Geronimo! Das war eben knapp. Zum Glück können wir uns hier ein bisschen liberaler sein mit unseren Anstrengungen. Hier kann es nicht viel passieren, außer das Ganze ein elektrischer Generator, der auf einmal angeht, weil da irgendjemand mitkriegt, dass wir hier sind und wir sind unter Strom gesetzt. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ich bin niemand. Sorry, Bro, aber das musste sein, damit du mich hier nicht wegbrutzelst. So, sie haben eine Versorgungskarte. Cool. Sie haben neue Munition. Nicht nötig. Sie haben ein Geschenk. Ü-Ei, back da, super. Dies war keine bezahlte Werbung für Überraschungseier. Ich bin viel zu unwichtig, als dass man mich bezahlte Werbung machen lassen würde. Und wenn doch, könnte ich wahrscheinlich nur so 20 Cent oder sowas verlangen. Aber es hat sich noch keiner an mich gewendet. Ich bin arm. Zumindest was das angeht. Wow! Offensichtlich bin ich auch arm, was Intelligenz angeht. Sonst würde ich nicht an eine elektrische Leitung ranfassen, wo die elektrische Spannung, die darum knistert und alles unter tödliche Strahlung versetzt, laut in die Welt hinausbrüllt. Fass mich nicht an. Aber ich bin so blöd, fass an. Naja, zum Glück haben wir es nicht weit bis zum neuen Punkt. So, und bevor ich jetzt da nochmal weitergehe, wollen wir jetzt erstmal hochheilen. Dabei kann ich hier rumstehen, in die Luft gucken und über die Welt philosophieren. Na gut. Tür auf. Ich raus. Ich an Wand lang. Immer an der Wand lang. Immer an der Wand lang. Und hier aber schleunigst wieder raus, bevor mir hier irgendwer irgendwas Böses will. Das sieht gefährlich aus. Dann Nosebleed. Lass mich durch! So, jetzt habe ich zwei zur Auswahl. Ah ne, das macht die Tür, das macht die Tür. Ich verstehe. So, nun wollen wir erstmal unseren Leuchtdrahtsäbel rausnehmen. What the actual Nosebleed? In weiser Voraussicht habe ich gespeichert. Und wir können diese Herausforderung nochmal angehen. Allerdings habe ich keinerlei Ahnung wie. So, machen wir erstmal uns in die Hock geht, ist immer gut, dann sieht man uns schlechter. Und BAM! Alle drei tot. Und wir wieder zu, aber er hat uns gesehen. Das heißt, es hat auch nicht geholfen. Aber schon mal ein guter Anfang. So, jetzt die Frage. Wie sollen wir verhindern, dass uns der Knilch da oben direkt sieht? Ich mach erstmal die Machtgeschwindigkeit an, hol hier meinen Drahtsäbel raus, mach das Ding auf. Hier könnt mir alle egal sein, aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo der Knilch ist. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wo der Knilch ist. Jetzt können wir rauskriegen, wie wir da hinrasen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich solche kleinen Sequenzen hier nicht rausschneide, aus einem ganz einfachen... Wah! Fast wäre es schief gegangen. Nein, hier ist keiner. Da ist niemand. Ich bin nicht hier, ihr seht mich nicht. Tschüss. Mist. Aber ich bin schon mal weitergekommen als bisher. Großer Erfolg. Merkt euch das, Leute. Gratuliert mir in den Comments. Oder lasst es bleiben, weil so beeindruckend war es nicht. Na gut, wir wissen jedenfalls schon mal, was in etwa wirkt. Mache ich mir erstmal ein bisschen hochheilen, weil es so aussieht, als ob wir ein bisschen länger so im Super-Speed-Modus dadurch rennen. F5. Lichtschwertart. Wir malen an die Wand, malen nach Zahlen. Jeder kann malen. Was so Schönes entsteht. Naja. Ah, das kann man richtig gezielt machen. Kann ich hier Rams gerade hinschreiben? Bis die Linie verschwinden irgendwann wieder. Was für eine Frechheit! Wisst ihr was? Anstatt dass ich jetzt da durchgehe und mich da durch die Feinde renne oder kloppe, ich schneide mich durch die Wand.
sieht aber sehr nach primitiver Kunst aus. Na gut. Ding, dong. Geronimo! Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht, habt ihr gehört? Ich bin gar nicht da. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin aus dem Weg. Ich bin gar nicht da. Doch. Jetzt komme ich an einen Punkt, an dem ich nicht weiter weiß. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Dies hier ist nicht der Anfang einer neuen Folge, sondern das Fortsetzen einer alten Folge, nachdem ich nicht weiterkam und mich mit Max beraten musste, der mir gesagt hat, wo es weitergeht. Mep, mep. Hallo? Sie haben ein Versteck gefunden. Echt jetzt? Das war's? Hier ist kein geheimer Gang, wo man den Offizier, der da... Dings versteckt ist hinter Glas und unerreichbar für mich und mein Lichtschwert ausschalten kann. Max, du hast mich reingelegt. Schäm dich. Das war nur ein Versteck. Ich glaube, du hast den falschen Gang genommen. Ja, Max ist hier übrigens gerade auch in der Leitung, um mir zu helfen. Entschuldige, ich dachte jetzt, es war wirklich an mich gerichtet. Es war an dich gerichtet, du Verräter! Du hast die Schaltabkürzung genommen. Wie gesagt, ich habe mich mit Max beraten. Geh nochmal. Wirklich, glaub mir. Geh nochmal wirklich so, dass du vor dieser Schleuse bist. Also ich bin vor der Schleuse. Ja? Okay, dann dreh dich so um, dass du die Tür im Rücken hast. Hab ich. Jetzt geh rechts entlang. Bis du so ein, ja, ich sag mal, so ein graues Dreieck-Ding siehst. Das ist ein ganz kleiner Vorsprung. Ich sehe überall Dreieck-Dinger. Miep, miep, na, wenn du die Tür im Rücken hast, drehst du dich rechts. Und dann geht es so schräg, so an der Wand. Ich sehe es. Das musst du nur verraten, wie man da hochkommt. Na, ja, nimm da einfach hoch. Du nimmst jetzt aber nicht dieses Graue mit diesen mehreren, was direkt gegenüber von der Tür ist, oder? Nein, da war ich vorher. Gut. Dann halt das auf nee, der Nee, nicht Seite. Gut. Wir waren! Bist du oben drauf? Ich bin oben drauf. So, dass du jetzt, ich sag mal, zur Wand guckst? Ich bin schon weiter. Achso. Was? Gut, dann schalte ich mich wieder raus. Bis dann, Leute. Die haben mich schon wieder gesehen. Obwohl ich hier oben bin. Ja, du hast dort, wenn du reinkrabbelst durch diesen Schacht, hast du links ein Terminal. Damit kannst du das Licht ausmachen. Das bleibt aber nicht die ganze Zeit aus. Gut, ich danke dir. Tschüss. Jo, ciao. Seht ihr, Leute? So hat man Freunde, auf die man sich verlassen kann. So, jetzt ist das Licht aus, jetzt können sie uns nicht mehr hören. Das muss noch eine Energiestörung sein. Ja, ich weiß, wie sinnlos das war, Leute. Und Position halten. Bleib hier. Systeme werden wieder aktiviert. Absichtlich. Mal versteckt hier oben und untätig. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ach du meine Nase. So. Oh. Ja, ich bleib hier oben mal eben absichtlich... untätig, versteckt, um herauszufinden, wie lange die brauchen, um das Licht wieder anzumachen. Das sieht echt gespenstisch aus, oder Leute? Ah, okay. Sie brauchen relativ lange. Ich will mir noch eine kurze Sache durchsuchen. Okay, also einfach darüber. Quasi springen. Ja, ich wollte mir noch mal kurz einen kleinen Überblick über diesen ganzen Aufbau da suchen, damit ich im Dunkeln da auch zurechtkomme. Nein! Ich habe ein Nachtsichtgerät! Haha, haha! So. Damit uns das Lichtschwert nicht verrät, legen wir das mal beiseite. Jetzt muss ich nur wieder rausfinden. Ah, da ist das Nachtsichtgerät. Sehr schön, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Miep. Miep. Das muss noch eine Energiestörung sein. Woher wissen die, dass ich da bin? Ich bin doch gar nicht da. Also zumindest nicht für die. Lasst mich in Ruhe, ihr Cheater. Lasst mich in Ruhe, ihr Cheater.
Ja, bestimmt so ein Wallhack oder sowas. Zumindest hat uns der eine Kerl da oben noch nicht wieder gesehen. Ist hier eigentlich wieder Licht? Ach so, na klar ist hier Licht, deswegen sehen die uns auch. Und hier ist sogar so ein Terminal. Ah! Das ist ja gerade nochmal so gut gelangen. Wo bin ich überhaupt? Wo komme ich her? Hallo? Leute? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Irgendwie gab es darauf noch einen lustigen Reim, den ich aber vergessen habe. Ich jedenfalls suche mir in diesem Fall einen erhöhten Punkt. Ich glaube, da kamen wir raus. Das heißt, hier geht's weiter. Perfekto. F5. Hochfahren nur. Juhu. Ja, also wenn man, wisst ihr, wenn man so Worte mit O hinten verpasst, dann ist das automatisch Spanisch. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Und bevor mich hier auch irgendjemand erkennt, rase ich hier durch wie der geölte Blitz. Mann, ist das eine Riesen... Oh! Fast zu weit. Mann, ist das hier eine Riesenanlage. Aber ich würde mal raten, dass ich hierhin muss. Hierhin lang muss. Aber offensichtlich muss ich nicht hierhin lang. Denn hier ist gar nichts von Interesse. Ah, doch! Ach stimmt, Luke war ja auch hier. Mach ihn fertig! Da flieht er. Ich wollte noch sagen, dass das so extrem nach einer Brücke von einem Schiff aussieht. Und davor hatte ich mich gewundert, welchen Sinn dieser riesige Raum mit diesen ganzen Brücken und was weiß ich überhaupt haben soll. Da haben wir es gesehen. Bist du da? Ja, hast du nicht gesagt, es sei Unsinn, allein gegen Desann zu kämpfen? Ich hatte keine Wahl. Ich spürte nicht einmal seine Nähe. Er konnte auf ein Schiff entkommen. Ich weiß. Ich bin an Bord. Wir müssen das Schiff zerstören, bevor Desann und seine Armee ihr Ziel erreichen, was auch immer das sein mag. Versuch, die Kommunikationszentrale des Schiffs zu finden und kontaktiere die Rogue-Schwadron mit den Sensoren. Ich werde weiter versuchen. Luke! Mach bitte hier sein. Wir sind im nächsten Level. Und einsam auf verlorenen Posten mitten in einem feindlichen, naja... Das ist schon so weit in der feindlichen Linie, dafür gibt es schon gar kein eigenes Wort mehr für. Naja, jedenfalls danke ich euch fürs Zuschauen. Ich danke Max für seine Hilfe und sage ciao.